Willkommen zurück zu Janinias Let's Plays und Path of Exile. Wir haben uns letzte Folge ein bisschen umgeskillt. Beziehungsweise geskillt an sich nicht. Wir haben einfach nur die Gems ein bisschen besser angeordnet und haben jetzt viel mehr passive Effekte, die uns was nützen. Ansonsten sind wir gerade immer noch dabei, der Hauptstory nachzugehen. Ich bin gesloppt. Und dazu sind wir hier im Badehaus. Da geht's weiter. Und ich dachte, ich laufe in die Sackgasse. Gucken wir aber trotzdem wieder zurück vorher. Wir wollen ja nur mal schauen. Ui, hier ist eine Essenz. Und da hinten ist was Korruptes. Nee. Sein Hideout. Greetings. Greetings. Keep your life to your own. Die sterben und hinterlassen so einen Blub. My mana is gone. Wenn ich nur Schaden gemacht hat, ich glaube auch mein Mana konsumiert hat. Alle hinterlassen sie mir gerade Schuhe. Geschafft. Hello. Ach, das ist mit meinen Leuten. Komme ich jetzt auch noch zurück? Hello. Till next time, shall we keep, Savior? Naja, immerhin bin ich jetzt am Eingang wieder. Ist auch praktisch. Es gibt also mindestens noch einen zweiten Weg, habe ich gerade gesehen. Da war gerade Damage on Hit. Bist du der Feind? Ja. Ich habe dich doch schon gesucht. Hatte keine Chance. Take the wing of Sustarin delivered to Hungar. Hat er das fallen lassen? Nee, das wird dann sicherlich da oben bei dem Quest-Item sein. Ja. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ganz schnell zum Camp zurück.
Talamoana. Er gibt uns ein Juwel. Mana Cost, Skill Effect Duration, Mana Reserved. Was? 2% Reduced Mana Reserved. Das ist natürlich nett. Effect of your Curses. Habe ich keine. Nee. Ich nehme das. Habe ich nicht. Let me tell you, fate awaits. Need something? Farewell. Mein Skill Tree. So, wo ist das mit Juwelen? This can be evaded, never deal crit. Ah, habe ich schon ausgerüstet. Aber das passt ja momentan, da ich ja eh eine Waffe drin habe, die kaum Hit macht. Aber ich gucke gerade eigentlich was anderes. Und zwar gibt es so Juwelenfelder. Juwelensockel da, Juwelensockel da. Habe ich da schon? Da habe ich einen. Wie mache ich das? Zack. Den kann man doch wieder rausnehmen. Ja, perfekt. Da will mich einer herausfordern? Nein, danke. So, das heißt, ich habe jetzt weniger Mana-Verbrauch. Ich sehe es hier nicht, aber ich vermute, es ist trotzdem weniger. Theoretisch müsste ich ja jetzt Q drücken können und immer noch was haben, ja. Oh, hier ist dieses Dings. So, ein Veil Orb. Und ein Juwel. Das war doch ganz nett. Boah, wie riesig ist denn dieses Badehaus? Okay, also ich kriege auch Erfahrung, wenn er killt. Hier ist der andere Ausgang. 5 Sterne. Oh, da hat gerade irgendwas wehgetan. Ach, die Dinger wahrscheinlich. Die machen aber auch Schaden. Das ist eine Sackgasse. Found in the Garden of Gardens. The High Garden. So, wie sieht's denn hier aus? Von dem, was ich erkundet habe. Da war der Start.
Da war die Quest. Da oben ist noch ein Trials und da war noch was Korruptes. Und da ist, da geht's weiter. Aber das Gebiet hat keinen Ausgang. Das heißt, hier müsste ich eigentlich schnell die Quest machen können. Hoffentlich. Und innerhalb von 15 Minuten zurück sein. Die sind einfach zu stark. Bei denen muss man einfach wegrennen. Diese Bubbles, krass. Wenn man da drin steht, kriegt man permanent massiven Schaden. Und ich habe schon ein Tanky-Bild. Wer anders wäre wahrscheinlich sofort gestorben. Aber mein Splash-Damage ist heftig. Also mein Damage an sich ist schon ziemlich gut, aber das Splash ist nochmal geiler. Aber ich habe es auch zuletzt geskillt. Oh nein! Kurzer Level-Up vor allem. So, kurz hier rein, um das Gebiet wieder zu triggern. Ich bin gleich wieder da, wo ich gerade gestorben bin. Knockback. Oh, da ist wieder eine Karte scheinbar. An den Chaos Orb. Das ist dasselbe Symbol wie vorhin bei der Karte. Ähnlich wie bei Diablo mit den Sternen. Totenkopf, wenn man ein Legi oder ein Z-Item findet. So, Blood Rage und Arctic Armor. Die Armor habe ich jetzt gerade gar nicht drinne wegen dieser Dings hier. Vielleicht sollte ich das mal tun. Damage mache ich ja genug. Machen wir mal T raus. Bin ich von 4,6 auf 4,3 runter und mache ich Q rein. Jetzt müsste meine Defense... Ich sehe den Unterschied nicht wirklich. Okay, triggert erst bei Schlägen. Aber man sieht jetzt den Feuerdamage auch gar nicht mehr, ist ja witzig. Sisters.
Puh. Ich fühle mich ein bisschen langsam. Gut, die slowen mich auch die ganze Zeit, aber... ist doch um einiges größer als gedacht. Aber ich kann mich ja danach raus teleportieren und dann wieder in das Gebiet zuvor. Geht's ja doch woanders hin. Ich dachte, das Gebiet war fertig. Lustige kleine Gegner. So, kurz zurück. So, und ich sehe auch gerade, dass wir wieder über der Zeit sind, deswegen mache ich hier doch erstmal wieder Pause.